Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt es ein tolles Dessert zum Ramadan. Und zwar könnt ihr das zum Beispiel zum Ramazan Bayram, also zum Fest dann machen. Ich habe hier nämlich eine Helwa-Torte gemacht. Helwa habe ich ja bereits vor kurzem selbst zubereitet. Das ist diese Masse hier, ein richtig tolles Dessert, auch ein toller Brotaufstrich. Und daraus habe ich dann diese Torte gemacht. Für die Torte könnt ihr natürlich auch Helwa kaufen, müsst ihr nicht selber machen. Schmeckt beides super lecker. Und vor allem habe ich das Ganze im Blech gebacken. Da kann man wirklich tolle kleine Portionen auch zuschneiden. Und das ist beim Ramadanfest immer ganz wichtig, weil man nämlich ganz viele Menschen besucht und dann kann man nicht so viel essen. Und jeder Gast möchte nur ein kleines Stückchen probieren. Und das ist wirklich eine ganz tolle und besondere Torte. Und ich starte jetzt zuerst einmal mit dem Kuchenboden und zeige euch hier die Zutaten. Für den Teig brauche ich 4 Eier, 150 Gramm Zucker, etwas Vanilleextrakt und eine Prise Salz, 150 Gramm flüssige Butter. Hier habe ich bereits 100 Gramm Zartbitterschokolade und Haselnüsse gerieben, 150 Gramm Mehl und hier habe ich noch 1,5 Teelöffel Backpulver und einen halben Teelöffel Zimt. Zuerst nehmt ihr jetzt die Eier und die werden gemeinsam mit dem Zucker, Salz und Vanilleextrakt für etwa 5 Minuten cremig verrührt. Und es geht am besten, wenn die Eier schön zimmerwarm sind. Jetzt ist die Eier-Zuckermasse schön cremig. Jetzt kommen noch die gemahlenen Haselnüsse und die geriebene Schokolade dazu. Die Butter kommt mit rein. Mehl, Backpulver und Zimt kann ich hier kurz vermischen. Und dann kommen die Zutaten auch mit rein und alles wird kurz verrührt. Wer möchte, kann jetzt einen runden Tortenring nehmen oder einen eckigen. Ich mache das Ganze jetzt eckig, denn an Ramadan ist es immer ganz schön, wenn man kleinere Portionen anbieten kann. Und das geht bei einer eckigen Torte eben etwas besser. Jetzt vorsichtig verstreichen und dann kann der Teig gebacken werden. Und ich kann in der Zwischenzeit schon mal den Pudding herstellen. Ich verwende 350 ml Milch, 3 Eigelb, 50 Gramm Zucker, 40 Gramm Stärke und 200 Gramm Helwa. Ich verwende jetzt mein selbstgemachtes Helwa, aber ihr könnt auch Helwa aus dem Supermarkt kaufen, aus dem türkischen oder im deutschen Supermarkt in der türkischen Ecke. Und zwar ist Helwa ein Dessert aus Sesampaste. Ihr könnt aber auch, wenn ihr jetzt beides nicht wollt, einfach Sesampaste hier noch zufügen und etwas mehr Zucker, denn Zucker ist sonst nicht so viel. Jetzt gebe ich etwas Milch in den Topf. Dann kommt das Eigelb dazu, Zucker und Stärke. Und jetzt kann ich das Ganze mal kurz klümpchenfrei verrühren. Jetzt kommt die übrige Milch mit rein. Und ich kann den Pudding jetzt während dem Rühren einmal aufkochen lassen bei mittelhoher Hitze. Jetzt sieht man schon, wie der Pudding eindickt. Das geht von der einen auf die nächste Sekunde wirklich schnell. Und dann macht es gleich blub, 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 blub. Genau, und dann könnt ihr nämlich den Pudding vom Herd herunternehmen, das Helwa nehmen und entweder klein schneiden oder einfach mit den Fingern zerbröseln und dann kurz einrühren. Jetzt hat sich alles gut verbunden. Jetzt kann ich die Masse umfüllen in einen flachen Teller, mit Frischhaltefolie direkt an der Oberfläche abdecken, damit einfach keine Haut entsteht. Und dann lasse ich den Pudding abkühlen. In der Zwischenzeit wird auch der Boden von dem Kuchen abkühlen und dann geht es gleich weiter. Jetzt ist alles schön abgekühlt und jetzt kann ich zuerst einmal den Pudding glatt rühren. Ich würde ihn ja gerne durch ein Sieb streichen, aber ich habe ja Pistazien mit drin, von daher funktioniert es nicht. Also einfach kurz mit dem Schneebesen durchrühren. Und jetzt kann ich in einer separaten Schüssel 400 Gramm Sahne mit etwas Sanapart steif schlagen und dann die Cremes verbinden.
Ich habe die Sahne jetzt nur halb steif schlagen lassen, kann jetzt die Maschine auf mittlere Stufe oder auf niedrige Stufe nehmen und langsam den Pudding einrühren. So verhindere ich einfach, dass die Sahne gerinnt und zu lange geschlagen wird. Und wenn die Creme noch nicht ganz fest ist, die zieht zwar noch ein bisschen an, dann könnt ihr aber trotzdem noch ein bisschen Sanapart zufügen. Und jetzt verteile ich die Halva-Creme auf dem Boden. Da ist er bereits abgekühlt und ich habe ihn noch ein bisschen mit Kaffee getränkt. So bekommt man noch den Kaffeegeschmack mit rein. Und mit einer Teigkarte bekommt ihr alles schön glatt. Und so kann ich die Torte jetzt mindestens 4 Stunden kühlen. Gerne auch über Nacht, vorher natürlich abdecken und dann können wir sie fertig dekorieren. Nach der Kühlzeit können Sie die Torte dann aus dem Backrahmen herauslösen. Und da gebe ich jetzt ein bisschen flüssige Schokolade drüber. Dafür habe ich Kuvertüre klein gehackt und in einem Gefrierbeutel einfach in warmes Wasser gehängt. Und die Kuvertüre einfach über die Torte fließen lassen. Jetzt kommt noch etwas Helva drüber und das zerbrösel ich einfach mit den Händen. Und nun könnt ihr es zuschneiden, wie ihr möchtet. Ich finde so kleine Rechtecke immer ganz hübsch. Ihr könnt es aber auch zum Beispiel rautenförmig zuschneiden. Und ich freue mich jetzt drauf, denn der Murat telefoniert gerade draußen irgendwo. Und jetzt kann ich probieren. So. Zum Glück ist der Murat nicht da. Lecker. Die Torte ist nicht so süß. Und das Helva macht eine richtig tolle Konsistenz aus dieser Puddingcreme. Also wirklich super lecker, nicht so süß. Also geschmacklich einwandfrei. Ihr könnt auch gerne ein bisschen mehr Kaffee nehmen, wenn ihr Kaffee-Fan seid. Dann tränkt den Boden noch ein bisschen mehr. Ich finde es super lecker, ihr könnt es toll vorbereiten und dann euren Gästen servieren. Viel Spaß beim Nachmachen und einen schönen Ramadan wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!